Im Rahmen des Solers-Projekts haben wir in Zusammenarbeit mit Landwirtinnen und dem kantonalen Beratungsdienst über mehrere Jahre Streifenversuche in unserem Weizenversuchsnetzwerk durchgeführt. Mit diesen Versuchen konnten wir die Akteure der Schweizer Biolandwirtschaft einerseits für Lösungen im Bio-Weizenanbau bei begrenzter Verfügbarkeit von Stickstoff und andererseits für erhöhte Resilienz bei Trockenheit sensibilisieren. Das Weizenversuchsnetzwerk ist Bestandteil unseres zertifizierten Living Labs und wird in diesem Video von meinem Kollegen Hans-Uli Dirauer vorgestellt. In der Schweiz haben wir die besondere Situation, dass 3/4 des Weizens von den Großverteilern zu Biobrot verarbeitet werden. Für eine großindustrielle Verarbeitung braucht es Weizensorten mit hohen Protein- bzw. Feuchtklebergehalten, damit die Backwaren auch gut aufgehen. Der Proteingehalt des Weizens wird zur Hälfte durch den Standort, das heißt durch die Bodeneigenschaften und durch das Klima, insbesondere die Niederschlagsverteilung, bestimmt. Die andere Hälfte kann der Produzent über die Stickstoffdüngung und die Wahl der Sorte beeinflussen. Da im Biolandbau allgemein wenig Stickstoff zur Verfügung steht, braucht es Sorten, die auch mit weniger Stickstoff gute Erträge und hohe Proteinwerte erzielen. Um die Sorten unter Biobedingungen zu testen, hat das FIBEL im Jahr 2003 ein Netzwerk mit Streifenversuchen aufgebaut. Seither testen wir jedes Jahr auf 8 Biobetrieben 8 Sorten. Die Betriebe sind auf die verschiedenen Ackerbauregionen der Schweiz verteilt und weisen ganz verschiedene Nährstoffsituationen auf. Die Sorten der Streifenversuche wurden vorgängig bereits 3 Jahre von unseren Kolleginnen von Agroscope in Exaktversuchen in Kleinparzellen auf ihre Eignung für den Bioanbau geprüft. Streifenversuche auf Praxisbetrieben sind eine wertvolle Ergänzung zu den standardisierten Exaktversuchen. Dank diesen Versuchen können wir nochmals während 2 Jahren Erfahrungen im großflächigen Anbau gewinnen. Sie erlauben uns zum Beispiel konkrete Empfehlungen für den Anbau der Sorten unter verschiedenen Nährstoffbedingungen zu geben. Weitere Vorteile von den Streifenversuchen sind der Einbezug und der Erfahrungsaustausch der Bewirtschafter untereinander und der ganzen Wertschöpfungskette. Sie sind auch geeignet für Demo- und Schulungszwecke. Sie sind einfach und effizient in der Anlage, Pflege und Ernte. Wir können die Sorten mit bewährten Standardsorten vergleichen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass in diesem Netzwerk die ganze Wertschöpfungskette beteiligt ist. Produzenten, Sammelstellen, Mühlen, Verarbeiter, Bioswiss, Beratung, Forschung und Züchtung besprechen jedes Jahr die Exakt- und Streifenversuche. Sie bestimmen gemeinsam, welche Sorten in die Liste aufgenommen werden und welche neu geprüft werden sollen. Heute stehen den Bioproduzenten in der Kategorie Mahlweizen über 10 verschiedene Winterweizen und ein Sommerweizen mit besten Qualitäten zur Verfügung. Die Hälfte der Sorten stammt aus der Biozüchtung von Peter Kunz, die andere Hälfte aus der konventionellen Züchtung von Agroscope DSP. Mit einem Anteil von fast 50% ist Viva aus der Biozüchtung von Peter Kunz seit vielen Jahren die beliebteste Sorte. Die zeichnet sich durch eine stabile, gute Qualität und durchschnittliche Erträge aus. Sie kommt mit mittleren Stickstoffgaben aus, ist langstreuig, bedeckt den Boden gut, ist auswuchsfest und ist allgemein gut in den Resistenzen gegen Krankheiten. Um Alternativen zu den bestehenden Sorten zu entwickeln, werden jährlich 2 bis 4 neue Sorten geprüft. Davon wird durchschnittlich pro Jahr eine neue Sorte definitiv auf die Sortenliste von FIBEL Bioswiss aufgenommen. Dank den Anstrengungen der Züchter, der zweistufigen Sortenprüfung und der Saatgutvermehrung stehen heute mehr denn je Sorten mit guten Eigenschaften für die Bioproduktion zur Verfügung.